Hallo. Hallo, Herr Varona. Hallo. Hallo. Ah. Hallo. Ich habe Hallo, gehört, es gibt was Holger. zu feiern. Ich glaube, da lasse ich gleich meinen Korken knallen. Wer sagt denn, Ja, dass es was? was zu feiern gibt? Sie müssen, glaube ich, erstmal eine Strafe zahlen. Wegen Wenigstens was bringst ungebührlichem du auch Verhalten. direkt dein ganzes Equipment mit? Alter Komm vom Schwede. Mähen. Resex? Herr Neu ist Herr Ja. Neumann auch schon da? Nee, gell? Herr Resex, ich glaube, Sie brauchen Parkplätze mit Überl für Überlänge. Ja, ich glaube, ich fahre mal zurück. Ist da Drohde der Verstehe. Neumann? Ja, ich glaube schon. Das müssen sie sein. Okay. Dann gehen wir gerade nochmal eine Besichtigung machen, Herr Peter und der Herr Neumann hoffentlich auch gleich. Herr Varuna, warum soll ich jetzt eine Strafe zahlen? Jürgen, kauf doch den großen Schwader. Warum soll ich eine Strafe zahlen? Der hier reicht, Harry. Herr Hier Neumann? die Technik hast du von mir, oder? Ja. Nein, von mir, Hans, Harry. Hi, Florian. Herr Peter und Herr Moin, Neumann, hallo. kommen Sie gerade mal mit. Jo. So, ich würde sagen, wir müssen mal kurz noch die Feuerwehr begehen, weil ich habe eine E-Mail bekommen, dass wir einige Feuerwehrfahrzeuge zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja. Jetzt würde ich gerade mal kurz das Gelände begehen, dass wir vielleicht gucken, wo wir noch ein bisschen was anbauen können, weil hier passen nicht alle Fahrzeuge hin. Ich habe mir schon so ein bisschen was durch den Kopf gehen lassen können, Ja, dann schießen Sie mal los. dass wir hier neben so eine Leimbinder-Fünferhalle hier hinten hinsetzen. Passt So es? an, Ohne in meinen Bäume? Plänen. Also mit Bäumen? Mit Bäumen passt das ja. Habe Okay. ich mit einem 3D-Modell. Und dann hier halt um die Bäume. Um die Bäume. Ja, Gras lassen und sonst alles mit Schotter auffüllen. Okay, das habe ich mir auch gedacht, dass wir auf jeden Fall anbauen müssen. Finde ich Okay. eine gute Idee mit Einmal für Schotter. den ELW, also den Einsatzleitfahrzeug, da wo Das jetzt ist das mir Gemeinde. wurscht, wie die Feuerwehr das dann aufteilt, aber ich habe auch gedacht, dass wir hier ein bisschen was investieren müssen als Gemeinde. Dann verkündet man die gute Nachricht einfach mal. Jo. Ja, wir bräuchten auf jeden Fall noch mehr Fahrzeuge. Drei weitere, glaube ich. Wer will verkünden? Wie drei weitere. Drei weitere Fahrzeuge. Also bei mir auf dem Zettel stand, was die mir geschrieben haben. Sie haben einen LKW geschickt, einen Sprinter, einen so einen Schnelleinsatzwagen, einen Passat oder einen Golf und dann haben wir noch einen Rettungswagen gekriegt. Ach so, okay. Also ich glaube, das reicht. Schauen wir mal, wie viele sich überhaupt bewerben dafür. Jo, gehen wir mal rüber. Gut. Jo. Eingeklatscht. Ja, Ach so. so, hallo. Hallo. Wir schicken den Hallo. Nächsten. Der Gemeinderat stellt sich mal Soll gerade ich vors gleich mal rote mit? Tor. Schickes Auto. Wartet auf mich. Jetzt mich. Ich muss mir mal gerade was aufmachen. Sorry. So, also. Wir haben eine positive Nachricht und einen Gemeinderatsauftrag bzw. einen Bauauftrag zu vergeben. Zum einen ist die gute Nachricht, die Firma Iveco und Volkswagen haben sich bereit erklärt, dass sie uns Einsatzfahrzeuge und Rettungsfahrzeuge zur Verfügung stellen. Das heißt, die sind schon abholbereit am Hafen angekommen. Jetzt wäre nur noch die Frage, wer sich denn überhaupt für die Feuerwehr meldet, beziehungsweise Bin als raus, ich bin schon zu vielen Jobs. Die gehen am besten mal zur Bank da oder Zur zu den Bank? Hütchen Ach da. da. Okay, da Was haben ist das wir hier den überhaupt? Herrn Hofer, Ach den Leon. Herrn Neumann und den, wer ist der Grüne? Leon. Herr Müller? Leon Harry? und der andere Das ist ist mein Lukas Bruder. Müller. Okay. Ja. Beide Müllers. Beide Müllers, genau. Ja. Gut, Harry bei den auch? Müllers ist auch okay. Nee, Nee, aber da. ich nicht. Nee, der Harry, Müller den habe bin ich verkannt. Die komischen Deutzmützen haben mich irgendwie irritiert. Ich fahre doch kein Deutsch mehr. Ja, Ach, hab Deutsch ist mich ein schon schöner gewundert. Faktor. Okay, dann wäre das schon mal klar. Ich denke, der Herr Stromberger, der Ja, gerade schon gerne. wieder leider krank ist, der ist Oh. in letzter Zeit ein bisschen oft krank. Wissen Sie, was der hat? Erkältungen. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass er nicht Gute längerfristig Besserung, falls ausfällt. Sie Kontakt zu ihm haben. Da habe ich.
Okay. Dann würde ich sagen, können die möchte gern Feuerwehrmenschen sich ein. Ich habe die Erfahrung, nur mal so. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie sich mal auf den Weg machen zum Hafen, da steht bei dem großen Containerschiff, da stehen die Fahrzeuge. Okay. Vielleicht laufen Sie kurz hin, weil sonst kriegen Sie die Fahrzeuge nicht, ja. Okay, tschüss. Halt. Was? Warte mal, wer war denn da noch? Kommen Sie nochmal zurück. Ja, ja. Ja, da ist doch schon einer weggerannt. Ich hole ihn. Kommen Sie zurück! Bin da. Es gibt noch eine wichtige Information, die verkünde ich jetzt auch einfach nochmal hier. Vielleicht werde ich auch krank, hey. Wir hatten letzte Woche ja die Gemeinderatssitzung. Da ging es auch darum, dass wir uns beraten haben, was es denn für Kreditzinsen gibt. Das sind 10% auf den Kreditpreis. Beispiel 500.000 Kredit, gleich 550.000 müssen an die Gemeinde zurückgezahlt werden. Und bezüglich, kann man das mal bitte lassen? Tut das nicht weh, Herr Hofer? Das muss doch wehtun, Herr Varuna. Oder sind Sie so stark? Hey, pack die Spraydose weg. Und zum anderen geht es noch darum, dass wir hier ja noch eine Ausschreibung haben wegen Fabriken. Harry, lass es. Was macht der denn? Müsstest du doch eigentlich gemerkt haben. Ja. Wir haben hier noch ein paar Ausschreibungen wegen Fabriken. Da haben wir dabei die Sägewerk, glaube ich. 13% feucht ist der Harry. Sägewerk und so weiter, die werden alle aus. Die werden alle ausgeschrieben und Hilfe. Dann kann sich Hilfe. Jeder melden. Ich kann nicht getroffen werden, ich stehe hinter einer Stange. Wer hat geschossen? Oh, Leute. Harry, was du das? Kann sie einfach die Klappe halten, Hans-Peter? Nein! Da hat jemand geschossen! Ich weiß nicht, ich hab nicht mal eine Pistole. Ach Leute. Ich brauche ein Bier. Das war ein Böller, du Nudel. Ich hab gehört, du bist auf Entzug. Ja, ich müsste auch wieder arbeiten. Ich hab Angst. Ja, also, dann lass mich doch ausreden. Die Fabriken und potenziellen Produktionsgebäude werden versteigert. Dafür werden noch, ich denke aber erst nächste Woche Termine festgesetzt. Juhu. Interessenten können sich gerne per E-Mail melden. Juhu. Beim Gemeinderat. Okay. Gut, also dann sind wir aufgelegt. Der Herr Racex bleibt noch hier. Okay, tschüss. 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 Oh. Tschüss. Das hat ja gut funktioniert. Herr Lukas. Herr Varuna, ich hab noch eine Frage. Ja. Haben Sie die Deutz und John Deere Poster in mein Händlergebäude aufgehängt? Was für Deutz und John Deere? Hä? Wo denn? Kommen Sie mal mit mir zum zum Händler. Ne, wir müssen eigentlich erst noch dem Jürgen den Auftrag hier vergeben. Ja, danach dann. Herr Peter. Ja? Ich hätte dann noch eine Bestellung. Ja, gleich. Pack mal das riesen Ding hier weg. Ich wäre fast gegen den Reifen gelaufen. Hallo? Jürgen, ja? Ja, wo soll ich denn zu Ihnen in den Hof kommen, oder wie? Ja, kommen Sie mal zu meinem Hof. Ja, und wann? Ja, ihr könnt gehen, ich werde dem Jürgen den Bauauftrag weitergeben. Die ganze Woche habe ich nicht geschafft. Ja, dann geh mal arbeiten. Nein, zum Hans zu kommen. Ach so. Jürgen? Ja? Bist du wieder da? Nee. Komm grad. Okay. So, weg. Hinter dir. So. Gut, also, es sind 4 Feuerwehrfahrzeuge, die geordert wurden, fünf sogar, die kommen. Das heißt, wir müssen hier unbedingt ausbauen, dann die Feuerwehr. Ja. Ja, der Bremse ist ein bisschen heftig eingestellt. Minimal. Marlon, stell mal gerade hier auf die Seite. Jo. Dann müsst ihr mal Platz machen, nicht, dass ich jemanden anfahre. Ja, hier gerade, rückwärts. Ja, die Kupplung ist ein bisschen krass, gell, ne? Ja. Ja. Okay. Also, guck mal, dass du hier eine Leinbinderhalle oder sowas noch hinstellst.
auf Gemeindekosten. Jürgen? Nicht jetzt. Das ist ein Bauauftrag. Ja, schon. Ja, das, die Planung machst du am besten daheim. Dass du hier eine Halle hinstellst, Hans-Peter, raus da. Davor ein Kiesplatz, das reicht eigentlich, mit direkter Zufahrt zur Straße. Also, dass man gerade rausstechen kann. Was habt ihr denn für eine Halle vorgedacht? Also so gedacht? Der Herr Neumann hat gemeint, eine 5er Leimbinder müsste passen. Uiuiuiuiuiuiui. Das ist auch ein bisschen flott. Negativ, müssten Bäume gefällt werden. Dann guck mal, was sonst geht. Vielleicht, weiß Bocker? Nicht, vielleicht gehen die auch direkt an die bis zur Straße. Bocker, Verona? Ja. An die Straße wird es gehen, ja, wird aber ein Dach rausragen. Moment. Ich hör... Verona? Ja? Stell's mal auf laut. Ja, mach ich hier. Sprich. Es müsste eigentlich gehen. RaceX? Ja, hallo? Die 5er Leimbinderhalle. Direkt an die Straße wahrscheinlich machst du, ne? Nee, nicht direkt an die Straße. Ist bei dem Brauhaus. Also ja. Brauerei. Dann die Ecke zwischen den Baum und den Strommast. Ganz hinten dran. Ja, man muss halt direkt rausfahren können. Was haltet ihr denn hier gegenüber, wo mal 10,50 auf so einem Feld? Na, kriegt man das nicht hier auf die Seite, weil hier ist Feuerwehrgebäude, das wäre schon besser. Ja, eben, und wir wollen nicht extra ein Feld dafür kaputt machen. Ich würde hier, wo ich jetzt, hier entlang, hätte ich jetzt gesagt. Nee, Hans-Peter, ja. Komm mal mit, ich zeig dir mal. Aber wartet mal, wir haben eine Garage, haben wir. Ja, da passt ein Fahrzeug rein. Genau, dann bräuchte man noch eine 4er-Garage, mehr eigentlich nicht. Ich würde noch auf ein anderes Fahrzeug wegen, wenn ein Auto umgekippt ist, tendieren. Vielleicht auf einen Teleskoplader oder sowas ähnliches. Und ich weiß nicht, ob es eigentlich so wurscht, wenn das Dach rausragt, oder? Baruna? Eigentlich nicht. Wegen LKW und so. Genau. Ja. RaceX, geht das nicht nach da hinten an der Brauerei? Ja, gehen tut's schon, aber beim Rausfahren würde ein Baum eventuell stören. Birke. Hier, wo ich gerade stehe, ja. Wahrscheinlich. Ja, aber ich kann's dahin machen, ja. Ich kann das so machen, dass. Ja, aber das hat ja noch ein bisschen Zeit bis nächste Woche. Jo. Weil wir dann auch erst die Fahrzeugverteilung machen. Ja. Und ja, dann hätte ich auch noch eine andere Idee. Gerade so ein bisschen. Ah, die spielen schon wieder mit der Sirene rum, ich glaub's ja nicht. Zwei. Das gibt aber jetzt gleich einen Einlauf, das kann ich sagen. Sechs. Hans-Peter, aufhören damit. Mann. Ja, da hätte ich sogar eine relativ nice Idee. Lukas Müller fährt auch durch ihr Schild, ne? Okay, gut, aber dann vertagen wir das voll. Jürgen, du machst dir mal Gedanken über Baupläne und so bis nächste Woche. Und dann guckst du, dass du nächste Woche Montag den Auftrag anfängst. Ich meine, theoretisch kannst du schon mal planieren. Hans, hast aber Glück gehabt, dass Volker? Du das warst. Ja. Was sagst du? Wie, was sag ich? Noch irgendwas? Oder kann ich fahren? Nee, das passt. Okay. Dann mach ich mich auf dem Weg wieder Wiese mähen. Jo, ich komme auch gleich. Jo, bis später. Ciao. Tschö. So, ein Fahrzeug fehlt noch, oder? Der Leon holt gerade das letzte. Okay. Gut. Baruna, kommst du eben mit zum Dach? Was soll ich denn bei dir?
Herr Peter? Was? Du wolltest ja wissen, welches Plakat da... Ach so, ja, ich komm. Herr Peter? Ja? Wir wollten mir doch GPS erklären. Manchmal bin ich überfordert mit TS und so. Mal eben den Hans Peter abgezogen hier. So, bin ich mal gespannt, welche Plakate der meint, ne? Sache ist ja, dass wir hier, wir haben die Karte hier ja umgebaut, ne? Deshalb, da könnte ja schon die ein oder andere Überraschung noch auf ihn warten. Durchaus möglich. So. Du, du, du. So, jetzt zeig mal, wo. Komm mal mit. Ja. Oh, die sind auch schön. Im Gegenteil. Muss ich gleich mal einen Snapshot machen. Voll schön, ey. So alte Emaille-Dinger. Weißt du, was die wert sind? Für mich nicht. Warum? Das ist erst jetzt gemerkt. Nein. Schon vor ein paar Tagen. Ja? Wollte ich schon drauf ansprechen. Hab's bisher noch nicht geschafft. Komm, stell dich mal kurz daneben. Nee. Ich hab schon zwei Bilder mit dir darauf. Wow. Komm jetzt Das ist recht am eigenen Bild, das dürfen sie nicht. Das kommt jetzt auf Farmkram. Farmkram? Kenn ich nicht. Farmbook, kennst du das? Ach, Farmbook, ach so, ja. Ah, jetzt kommt es mir wieder in Erinnerung. Komm da drauf mit I love it. Wow. Ja, du bist da drauf und die Bilder. Ja, freut mich ja, dass du das bemerkt hast. Ist ja schon eine Weile hängen, die da. Naja, gut, aber ich muss dann auch weiter, gell? Hast du dir denn jetzt da hingehängt? Ja, du weißt doch. Ja. Ja, dann verschwinde halt! Ciao! Tschüss.